Das ist unser neuer Glasreiniger. Ich halte ihn jetzt in den Händen. Wir haben einige Veränderungen vorgenommen und welche seht ihr jetzt in diesem Video? Beim neuen Glasreiniger habe ich mich dazu entschieden, dass wir einen neuen Versiegelungsstoff einsetzen, weil viele oder einige Probleme entstanden sind bei dem Auftragen und hinterher gleich mit dem Applizieren von Wasser. Ich habe das natürlich immer so kommuniziert, dass wir auftragen, halbe Stunde warten, weil dieser Versiegelungsstoff muss aushärten und dann könnt ihr das mit Wasser applizieren. Wir haben euch nochmal ein kurzes Video gemacht, in dem wir die linke Seite appliziert haben und danach gleich mit Wasser belastet. Ihr seht selber, der Abhelleffekt ist noch fast gar nicht vorhanden. Dieser Stoff muss erst ein bisschen abdünsten, ablüften und austrocknen, bis er die vollständige Perlenbildung hervorzeigt. Jetzt habe ich mich dazu entschieden, dieses Problem will ich in der zweiten Charge beheben. Und zwar haben wir das jetzt mit dem neuen Glasreiniger gemacht. Erkennt tut ihr den an dem rückseitigen UFI-Code, der mit U6US beginnt. Dadurch könnt ihr euch sicher sein, das ist die neue Charge. Jetzt haben wir eben die Möglichkeit, wir tragen den Glasreiniger auf, dabei auch, sage ich auch im weiteren Verlauf nochmal, wenig auftragen, sehr, sehr wenig. Weil der Versiegelungsstoff ist sehr hoch dosiert, dadurch habt ihr einen ähnlichen Effekt wie bei einer Nanoglasversiegelung. Wenn ihr den ganzen Glasreiniger auftragt, auspoliert bzw. abwischt, könnt ihr den gleich mit Wasser belasten. Das schädigt weder der Versiegelung, ihr könnt den vollen Abhelleffekt sofort genießen. Das hat viele Vorteile und ich denke mal, besonders für den Anwendungsprozess in der Zukunft ist das die sicherste Art und Weise. Jetzt fragt ihr euch sicherlich, gibt es noch irgendetwas zu beachten bei dem neuen Glasreiniger? Ja, und das ist auch ziemlich wichtig, dadurch, dass dieser Versiegelungsstoff hier relativ hoch dosiert ist, kann es bei zu übermäßiger Anwendung zu Schlierenbildung kommen. Das möchte ich natürlich vermeiden. Und wir haben das natürlich schon so strukturiert, dass ihr wenig Mittel auftragen müsst. Das heißt, dieser Liter reicht wirklich sehr lange. Ich habe euch mal kurz ein Video gemacht, in dem ich euch das demonstriert habe. Auf der linken Heckscheibe von Kai habe ich das Ganze übermäßig aufgetragen, sodass ich einen Überschuss habe, den ich auch schwer wieder abgetragen bekomme. Das heißt schwer, man müsste mit einem trockenen Mikrofasertuch wieder rüber, dann ist das auch weg. Abhellverhalten ist das gleiche, kann ich gleich dazu sagen. Auf der rechten Seite einfach nur 2, maximal 3 Sprühstöße mit dem Tuch ganz normal verteilen. Reinigungsleistung ist genauso, Versiegelungswirkung auch und ihr habt eben keine Schlierenbildung. Das ist der wichtigste Punkt eigentlich mit dabei. Das gilt aber wirklich für sehr viele andere Produkte auch, wie den Hydrovex-Detailer und vielen anderen Sachen, wo generell Versiegelungsanteile enthalten sind. Damit wir euch den Abhelleffekt auch vollständig demonstrieren können und den Unterschied zwischen dem alten und dem neuen Glasreiniger, habe ich hier bei dem Audi 80 von meinem Vater die Windschutzscheibe einmal appliziert. Rechts der neue Glasreiniger, genauso wie man auch applizieren sollte. Links der ältere Glasreiniger. Und jetzt werden wir mal den Abhelleffekt testen. Hier ist das Ganze auch eine halbe Stunde ausgehärtet. Rechts auch, aber das wäre sowieso total Banane. Jetzt testen wir mal den Abhelleffekt. Oh, geht das so? Oh. Was ist los? Das ist der Hydrovex-Detailer. Was? Warte mal. Hat dein Papa ja schon... Oh, Junge! Und das bei so einem alten Auto. Junge. Na, ihr wisst ja selber, das ist unser Hydrovex-Detailer. Den trägt man ganz normal, also relativ leicht auf. Und ihr könnt auch nochmal, gehört jetzt nicht zum Video mit dazu, aber ihr habt eine sehr runde Tropfenbildung. Und wenn ich jetzt zum Beispiel so einen Regenstrahl anmache, könnt ihr auch sehen, dass das Ganze wirklich sehr stark und leicht versiegelt ist. Wenn jetzt ein Fahrtwind kommen sollte, fliegen die Perlen einfach so weg. Das ist jetzt schon, ich glaube, 2 Wochen oder 1,5 Wochen aufgetragen. Jetzt geht es aber mal weiter mit der Scheibe. Ich würde sagen, wir testen gleich mal den Abhelleffekt. Kai, bist du bereit? Und ich denke, man kann schon relativ leicht erkennen, dass auch besonders bei diesem Sheeting-Verhalten, was ja viele interessiert, wenn jetzt viel Wasser kommt, dass wir da auf jeden Fall bei der linken Seite eine deutlich bessere Performance haben. Das heißt, so gesehen, der neue Glasreiniger und auf der linken Seite ist das eher ein bisschen anders. Ich denke, man kann gut erkennen, dass jetzt besonders auf der rechten Seite, dem neuen Glascleaner,
eine satte und starke Perlenbildung ist. Das heißt, ihr habt auch beim Fahrtwind ziehen die Perlen so gesehen weg. Und auf der linken Seite ging das ganze Wasser natürlich weg. Es ist trotzdem trocken, muss man dazu sagen. Ja, also es ist kein Wasser mehr drauf. Hat das Ganze trotzdem versiegelt. Ich denke, jetzt mit diesem Ergebnis haben wir wirklich den maximalen Abperleffekt, so wie wir uns den wünschen. Man kann auch noch mal ein bisschen in der Mitte sehen, wo dieser Streifen ist. Ist so gesehen die unversiegelte Fläche. Wirklich nur sehr schmal. Aber man kann es ein bisschen sehen. Das ist jetzt der neue Glasreiniger, wie wir ihn wahrscheinlich auch in den nächsten zukünftigen Produkten haben werden. Wir werden auch keine weiteren Produkte soweit optimieren. Das war jetzt wahrscheinlich das einzige Produkt. Das war unser kleiner Test. Und zwar habt ihr jetzt gesehen, dass die von euch aus rechter Seite, das heißt der neue Nano Glass Cleaner, eine starke Perlenbildung besitzt, eine glatte Oberfläche, wie auch der andere. Also beide sind wirklich gleich glatt. Wir haben das auch nochmal separat getestet zwischen zwei Tüchern, die auch gleich runterlaufen. Also da gibt es keine Unterschiede. Bloß hier haben wir eben mehr Beading-Verhalten, dort mehr Sheeting-Verhalten. Das ist der einzige Unterschied. Und man sieht auch nochmal, wenn ich jetzt zum Beispiel hier mit dem Sprühstrahl drauf gehe, dass wir trotzdem eine Perlenbildung haben. Wenn aber übermäßig viel Wasser kommt, dann geht dieses Sheeting-Verhalten los. Wenn wir das zum Beispiel auf der Seite machen, haben wir natürlich deutlich rundere Perlen. Und das ist auch näher an einer Nano-Glasversiegelung. Das heißt, so gesehen kann man sich eine Nano-Glasversiegelung sparen. Oder ihr könnt natürlich auch diesen Glasreiniger auf Nano-Glasversiegelung auftragen. Das heißt, ihr minimiert den Abperleffekt nicht. Ich denke, das ist eine coole Erweiterung, die wir so in der Form vorgenommen haben. Das hat uns auch wieder ein bisschen Entwicklungszeit und sehr viel Aufwand bedeutet. Ich will hoffen, ihr habt damit natürlich viel Spaß. Schreibt nochmal gerne in die Kommentare rein, wie ihr den neuen Glasreiniger findet. Ansonsten wünsche ich euch noch viel Spaß. Wartet das nächste Video ab. Was ist heute mit... Was? Hat der TÜV Urlaub oder was? Den Unterschied zwischen... Was, wenn du so guckst, dann ist es nicht gut. Ich wünsche euch noch viel Spaß. Subscribe, ein Like und teilen. Ciao.